Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 mit meinem Team hier bei Heisenberg zockt. So, wir haben tatsächlich die erste Saisonniederlage kassiert gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Ja, wir haben schlecht gespielt, ergo verloren und haben somit auch das erste Spiel verloren hier in der Liga. Wir sind aber, wenn wir gucken, immer noch weit vorn. Also weit vorn im Sinne von, wenn Bielefeld hier einen Sieg holt im Spiel, ja, dann sind sie bis auf 2 Punkte wieder an uns rangekommen. Also, die Niederlage konnten wir uns eigentlich erlauben, wenn man es so will. Was haben wir denn hier? Hallo Papa? Da laufen Verträge aus. Ramos und Kainz. Okay, gehen wir mal gucken. Der Herr Ramos. Den haben wir hier. 32, Stärke 67. Okay, gucken wir mal. Mach mal. Du hast mit diesem Spieler vor kurzem einen neuen Vertrag ausgehandelt. Warum wird der da nicht angezeigt? Da steht, der läuft aus. Kann es sein, dass der die Karriere beendet mit 32? Dass das deswegen so ist? Weil das ist, glaube ich, beim Herrn Kainz genau das gleiche gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Wo haben wir den denn? Er hier, mit dem können wir, glaube ich, immer noch nicht verhandeln. Wir können es ja nochmal versuchen. Ne, müssen wir warten, den haben wir vergraut. Wo ist denn der Herr Kainz? Da, da ist er. Ja, haben wir auch einen Vertrag ausgehandelt. Der ist 34, okay, Stärke 66 ist... Im Prinzip Außenverteidiger Backup. Ja, okay. Dann hört er wahrscheinlich tatsächlich auch auf mit seiner Karriere. Da können wir jetzt nichts machen. Dann ist es so. Wir haben aber noch einen Spielerchat, nämlich der Herr Bauer. Ja, die Chancen, die sie mir in letzter Zeit gegeben haben, der freut sich immer über Einsätze. Deswegen sind wir stolz auf ihn. Da geht nämlich auch die Moral rauf. Das ist genau, was wir wollen. Gut, jetzt haben wir tatsächlich, wir stehen eigentlich vor Weihnachten. Wir haben wahrscheinlich die Winterpause. Das ist gut, dann kommen wir nämlich an Geld dran. Jo, das nehmen wir mit. Das ist okay. So, jetzt werden wir ein paar so Trainings haben, nehme ich an. Bis dann irgendwann die Kasse klingelt, sozusagen. Hoffe ich zumindest, dass die klingelt. Also, wir haben keine Post. Wir können weitergehen. Trainingstag erneut. Haben wir alles. Nehmen wir mit. Dann kriegen die Jungs Training. Das freut mich. So, wir haben Weihnachten. 25. Dezember. Und die trainieren am... Okay, das haben sie irgendwie nicht ganz drin. Also an Weihnachten würde ich jetzt nicht zum Training gehen. Da muss ich sagen, nein. Das wäre nichts für mich. Gut, weiter. Ja, wieder Training. Ja, haben wir denn alle tatsächlich... Wir haben noch nicht alle Trainings gemacht. Die tauchen nur gerade nicht auf, so wie es aussieht. Ja, eine trainingsintensive Folge, das war klar. Ich warte darauf, dass beim Posteingang was passiert, weil dann sollten wir wahrscheinlich das Geld kriegen, endlich. Dann können wir vielleicht sogar mal ein paar Scouts engagieren. Da wäre ich ja tatsächlich froh. Jetzt rechnet es ein bisschen länger. Ja, jetzt kann es sein, dass es passiert ist. Ich gehe mal gucken. Aktuelles Budget 6 Millionen. Na, das ist doch sehr gut. Ausgaben in dieser Saison 24 Millionen. Das ist aber nicht so schön. Sag ich jetzt mal. Erlös? Doch, das ist schön. Wir haben weit mehr Erlös als Ausgaben. Wunderbar. Also, wir haben 6 Millionen. Wir gehen mal schnell gucken, was wir hier in der Post haben. Ja, das können wir uns schenken, weil das sind 4 Spieler. Was haben wir hier? Jan Richter wurde ausgeliehen, genau. Der Herr Herrmann wurde verkauft, da müsste Geld reingekommen sein. Transfermarkt ist offen, auch sehr schön. Und hier haben wir... Ja, dass diese Verträge auslaufen, das haben wir uns schon angesehen, Jungs. Da können wir im Moment nichts machen. Gehen wir wieder zurück. Gehen hier zur Zentrale. Ne, wir gehen nicht zur Zentrale, beziehungsweise wir gehen zur Jugendakademie. Und dann haben wir doch hier... Ne, da wollte ich eigentlich nicht hin. Wo hat man denn gleich nochmal die Scouts? für die Junioren. Da haben wir Scouts. Hier, Jugendstab, das müsste es sein. Genau, Scout verfügbar. Endlich können wir das machen. Wir wollten in Deutschland jemanden haben. Machen wir mal. 6 Monate. Möchte ich aufbauen. Wir haben eigentlich genug Geld. Wir machen gleich noch einen. Und den machen wir. Oder wen nehmen wir denn da? 2 Millionen ist natürlich dann doch relativ teuer. 4 Sterne. Machen wir mal hier was zwischendrin. Den Timo Schäfer. Jawohl, bauen wir auf. Und den schicken wir nach Südeuropa, Italien. 3 Monate. Okay. Dann hätten wir hier noch einen, auch den nehmen wir mit. Wir haben wirklich eigentlich genug Geld. Sollen wir vielleicht sogar mal noch einen teuren nehmen? Für 1,34 Millionen mache ich mal. Nehmen wir auf. Okay, mal ein bisschen das Geld wieder reinvestieren. Finde ich nicht so falsch. Wo gibt es noch gute Fußballer? In Spanien zum Beispiel.
Da könnten wir mal hin. Machen 3 Monate. Passt, dann haben wir endlich Scouts. Ist doch wunderbar, das gefällt mir. So, wir haben wieder Post. Ja, wahrscheinlich, dass wir das jetzt eingerichtet haben. Jawohl. Uninteressant soweit. Das sind einfach Bestätigungen. Gehen wir zurück und gehen hier wieder weiter, würde ich vorschlagen. Aha. Da verlässt uns wieder jemand. Ja, der Herr Richter zum Beispiel oder wer da noch alles irgendwie geht. Die schauen immer irgendwie aus, als würden sie, keine Ahnung, auf Schafott geführt. Oder nicht? Ich meine, der geht zu einem neuen Club. Das ist doch okay. Ja, dann danke ich dir für deine Leistungen und alles Gute in der Zukunft. Und der andere sagt, tschö, Kollege. Und weg ist er. Ja, den sind wir los, wa? Irgendwie, es sieht wirklich aus, als wäre es, ja, ist mir zu wenig fröhlich. Aber ich weiß nicht, ist sowas fröhlich? Ja, weiß auch nicht. Aber es ist ja wirklich keine Beerdigung. Also von daher, gut, Trainingstag. Schon wieder. Oh, da haben wir ja noch was. Torhüter überwinden. Okay. Begib dich in Tornähe, bezwinge den Torwart mit einem Dribbling. Führe dann einen Schuss aus und erziele ein Tor. Tipp, überliste den Torwart mit einer Schussfinte. B und A gemeinsam drücken. Okay. Ja, ob ich das hinkriege? Wir schauen mal. Ja, also die Finte hat geklappt. Das mit dem dran vorbeigehen noch nicht. Ja, das hat allerdings geklappt. Ohne eine Finte. Auch das hat geklappt. Da müssen wir nicht mal... Wow, ich habe doch... ich habe halt nicht geschossen. Ich meine, das ist immerhin... Kollege Ziggy. Oh, jetzt haben wir hier noch einen Verteidiger. Ja, Fuß im Weg. Ne, das war gar nichts. Das war auch nichts. Vielleicht bräuchte ich jetzt tatsächlich mal die Schussfinte. Oh, okay, ich wollte die Finte machen. Hat nicht geklappt. Ja, immerhin D. Das lassen wir mal stehen. Ist okay. Aber ich möchte eigentlich noch ein Spiel machen, wenn es irgendwie geht. Oder irgendwie wenigstens noch was anderes wie Training. Gehen wir mal weiter. Und wo ich es doch gerade sage, haben wir nochmal ein Training. Ja, A, B, A. Ich würde sagen, das können wir tatsächlich lassen. Haben wir da Post? Ist halt jemand in der Saisonpause natürlich. Wir können natürlich auch jemanden kaufen, wobei wir haben zu wenig Geld. Also was wir als Budget haben. Burnley ist daran interessiert, den Herrn Erich Simon auszuleihen. Das klingt gut. Wer ist der Erich Simon? 65 Stärke, Innenverteidiger. Ah ja, okay. Ja, dann haben wir aber keinen valablen Ersatz mehr für die Innenverteidigung. Nee, das will ich nicht machen. Da kriegen wir eh kaum Geld. Nö, das lehnen wir ab. Ist irgendwie auf einer... Auf einer Liste, der Kollege? Ich hoffe mal nicht. Ja, sonst merken wir, was da kommt, hat immer wieder irgendwie ein Angebot. Ist ja auch nicht so tragisch. Wir können schnell gucken gehen. Mannschaft. Wie hieß er? Simon. Da ist er doch. Nee, der ist auf keiner Liste. Da kam einfach so ein Angebot. Weil wir brauchen schon ein Backup für die Verteidigung. Also ich denke, da sind wir uns einig. Okay, weiter geht's. Trainingstag. Einmal den hier. Und weiter. Trainingstag. Ja, das ist für die Fußballer immer... Oh, Moment, schnelle Schüsse haben wir da noch. Das möchte ich noch machen. So, die Vorbereitungsphase ist natürlich immer mühsam. Das ist immer anstrengend. Erziele vor Ablauf der Zeit möglichst viele Tore. Tipps, setze die Abschuss... Das Abschlusstiming ein, um deine Position zu erhöhen. Timing basiert, Schusstiming. Das ist für mich schon wieder... Weiß auch nicht. Möchte ich nicht. Das ist mir zu hohe FIFA, bla bla. Ich möchte auch nicht mit dem rechten Stick. So, ich treffe auch so ab und zu. Aber ich sollte, glaube ich, die Dings dort noch treffen. Was ist das hier? Kein Torwart mehr. Wir haben da Ziele natürlich. Ich habe doch den Ball nicht verloren. Ich habe doch geschossen. Ich glaube, ich mache es völlig falsch. Nein, ich habe den Ball nicht verloren. Ist doch Blödsinn. Hä? Ich verstehe es irgendwie teilweise nicht. Hier ist doch nicht verloren. Ich mache doch irgendwie einen Dribbling aus. Warum soll ich das nicht tun? Soll ich wahrscheinlich nicht tun. Oh, da muss man doch irgendwie reinkommen. Ja, ich habe gedacht, ich schieße mal schneller. Das ging wieder zu lang. Okay, das ist natürlich irgendwie... Jetzt wird es hier ganz kritisch. Jetzt muss ich unten durch, weil ich mal hochschieße. Im Ernst jetzt? Das habe ich, glaube ich, getroffen, das Dingen. Das auch. Da ist wieder Torwart im Weg. Ich kann halt nicht dribbeln, sonst zählt's nicht. Ja.
Man muss ganz genau gucken, wo man hinschießen muss. Ja, da genau nicht. Dahin genau nicht. Es ist halt, wenn ich von da komme, wie soll ich denn da schießen? Wenn der Torwart nun mal beim besten Willen im Weg steht. Das hat geklappt. Das hat nicht geklappt. D. Ja, ja, das ist okay. Wir belassen das mal beim D. Ist okay. Ist besser, als wenn wir da gar nichts haben, würde ich behaupten. Weiter. Wo sind wir? 10. Januar. In Ordnung. Lassen wir weiter, weil ich möchte nicht eine Trainingsfolge haben. Habe ich das schon gesagt oder habe ich das früher mal gesagt? Ich möchte auch noch ein Spiel haben und nicht eine 50-Minuten-Folge. Nochmal Trainingstag. Ja eben, wir könnten natürlich theoretisch sogar gucken wegen einem Transfer, aber auf der anderen Seite... Wenn wir hier das Büro haben, wir haben ein Budget von 4 Millionen, weil wir jetzt natürlich die Scouts noch angeheuert haben. Das ist aber halt schon ein Mini-Budget dafür, dass wir eigentlich so solche Einnahmen haben. Das ist schon ganz interessant. Transfers. Wir gehen mal schnell gucken. Da haben wir die Jungs. Was kostet der? Steht das irgendwo? Ja, Stärke 70. Brauchen wir halt in dem Sinne nicht. Brauchen wir auch nicht. Innenverteidiger 73 könnten wir gut als Ersatz gebrauchen. Allerdings, wir haben einen Ersatz. Lasst uns das Geld sparen. Weil wir müssen doch, also wenn es mit rechten Dingen zugeht und hier nicht einer uns beraubt, müssten wir doch zumindest Ende Saison dann wirklich Fettgeld haben. Wir gucken mal. Jetzt haben wir nochmal Post. Granada ist daran interessiert, Marlon Schmidt zu kaufen. Marlon Schmidt für 8,2 Millionen. Stärke 75. Rechter Verteidiger, Innenverteidiger, linker Verteidiger. Ich muss sagen, der Name sagt mir so nichts. Aber mit Stärke 75 wird der doch eigentlich ein Stammspieler sein. Der Herr Schmidt. Doch, der Herr Schmidt sagt mir schon was. Nö. Nee. Lehnen wir ab. Wollen wir nicht? Achso, jetzt läuft da natürlich die Transferphase natürlich wieder noch ab, wahrscheinlich. So mit diesem Counter. Na, wir gucken mal. Weiter geht's. Ist natürlich tatsächlich, wenn man irgendwie noch frisch angefangen hat und nicht die Monster-Transfers machen kann, dann ist diese Zwischenphase hier natürlich irgendwie 5,6. Noch ein Tausch dazu gegen Marlon Schmidt. 5,6 Millionen und einen zusätzlichen Spieler. Aha. Ja, das ist halt wieder er hier. Ich möchte mal den Tauschspieler sehen. Rechter Verteidiger. Stärke 70. Nee, ich möchte ihn behalten. Was haben die denn jetzt alle mit dem Mann hier? Den haben wir nicht irgendwie auf der Transferliste. Ich lehne das ab, weil wir haben Geld. Also da müssen wir jetzt nicht irgendwie die ganzen Leute verticken. Das würde ich tatsächlich nicht. Wir brauchen die. So, es geht Richtung Ende Januar. Da möchte wieder jemand den Herrn Erich Simon ausleihen. 65 Stärke, Innenverteidiger, das ist halt unser Ersatzmann. Dann fehlt uns da einer. Ich würde das nicht machen. Wir sind aufs Geld nicht angewiesen. Ablehnen. Dankeschön. Weil wir werden sowieso die Mannschaft umstellen Ende Saison. Dann haben wir genug Geld, dann können wir das ohne Probleme machen, würde ich behaupten. Okay, zurück. Trainingstag, was sonst? A, B, 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 das ist in Ordnung. Trainiert mal, die müssen jetzt eigentlich relativ stark sein. Nach den ganzen Trainings, die die hier haben, müssen sie doch eigentlich relativ gut unterwegs sein. Sag mal, haben wir noch ein Spiel oder haben wir keines mehr? Ne, wir haben Training an Training. Es ist eine wahre Freude. So, keine Post, weiter. Oh, da steht aber was von wegen zweite Bundesliga. Moment, wir machen das Training mal noch. Ja, ist okay. Und dann haben wir oben Post. Ah, da, guck mal. Kenne ich doch das Zeichen. Das müsste, ist das Fürth? Das könnte Fürth sein. Da schauen wir dann bei der Tabelle. Ne, wir spielen das, weil wir haben gesagt, wir wollen ein Spiel haben. Wir gehen aber hier nochmal schnell gucken. Jetzt sind wieder die Ziele gefährdet. Nachwuchsentwicklung, Markenpräsenz, höchste Priorität. Verpflichte einen wichtigen Spieler. Okay, haben wir das nicht eh schon gemacht? Erreiche eine Serie von 7 Siege in Liga-Heimspielen. 4 von 7 haben wir. Okay, Altersschnitt 26 auf 28 erhöhen. Ja, das ist halt ein Eingriff im Prinzip hier in unsere Arbeit, den ich so nicht mag, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich möchte hier eigentlich in Ruhe einfach eine gute Mannschaft aufbauen, nicht irgendwie dann noch hier irgendwelche solche Gimmicks machen. Gut, wir gehen weiter. Ich würde sagen, Ruhetag, da haben wir die Partie. Okay, gegen Fürth. Wir schauen mal schnell auf die Tabelle.
Wo haben wir die Fürther? Da unten auf der 9. Ja, da spielen wir, damit wir noch ein Spiel haben heute. Da wäre ich schon dafür. Wie sieht's aus mit den Trikots? Grün gegen Blau? Ja, kann man eigentlich machen. Wobei, können wir das vielleicht sogar noch ein bisschen besser machen. Dahingehend, dass das ein bisschen größer Unterschied ist. Ich würde die Fürther aber im Grün lassen. Wir machen Rot. Also das ist klar zu erkennen, denke ich. Und Rot ist ja eh unsere Standardfarbe. Gut, dann würde ich sagen, können wir ein Spiel rein. Klar, ein Sieg. Ist Pflicht. Jetzt hätten wir natürlich noch gucken können, was Bielefeld da gemacht hat. Die haben ihr Spiel mittlerweile mit Sicherheit gemacht. Ob die das gewonnen haben. Aber okay, wir müssen nicht auf Bielefeld gucken. Lasse Kühn, 14 Tore. Das ist natürlich immer noch Top-Torjäger. War das? Das war doch nicht Lasse Kühn. Nein, das war ja sogar ein Fürther. Hä? Warum blenden sie denn das ein? Ja, es ist halt... Warum zeigen sie eine Ecke, wenn du eine große Torchance hast? Das sind die Fragen, die ich mir tatsächlich auch stelle. 19. Spieltag, okay. Bisschen runter mit der Lautstärke, da haben wir den Herrn Ziggy gehabt. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Es regnet nicht, es schneit nicht. Gute Stimmung hier in Fürth, so wie es aussieht. Ich kenne die Mannschaft dahingehend, ich war mit Spielvereinigung Fürth heißen die Jungs, glaube ich. Kennt man schon. Gut, also, gehen wir rein und schauen, was wir hier hinkriegen. Wir spielen von rechts nach links in den roten Trikots. Und würden hier gerne 3 Punkte mitnehmen. Und sehen, wie geht. Gut gemacht, Herr Kühn. Wir spielen hier mit der A-Mannschaft. Also ohne irgendeinen Ersatzkollegen. Oh, stark gemacht. Ja, da muss Kühn nochmal hinten durch. Macht er auch. Oh, das war eine schlechte Flanke. Das geht besser. Jawohl. Oh, aber da ist leider ein Fürther. Gut gemacht, Ballsicherung. Gefällt mir, sowas sehe ich gerne. Geh mal durch. Jawohl, stark gemacht. Aufpassen, da ist irgendwann dann Feierabend mit dem Platz. Oh, und das ist halt eine Rückgabe. Was ist das denn für ein Schuss, wenn du dort zum Schuss kommst? Das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er dann sowas macht. Aufpassen, Konter. Ja, den haben wir. Den haben wir sogar sicher. Einmal die Seite wechseln, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Grant geht da, macht er stark. Kein Abseits, würde ich sagen. Nein, war es auch nicht von Schröder. Ja, das ist halt auch kein Schuss. Also irgendwie gut, das ist natürlich... Oh! Das war natürlich schwierig. Nein, wo schießt er denn hin? Wer war es denn? Ach, come on. Das könnte Dingens sein. Dingens vor allem. Oh, das... Der musste in die... Ja, das war natürlich falsch zu schießen. Da hätte ich in den Rückraum passen sollen. Definitiv. Das war gar nichts. Aber wir haben eine Wiederholung gesehen. Schau mal einer an. Immerhin. Ja, gute Torchance. Das wäre wichtig gewesen, dass wir hier früh in Führung gehen. Da haben wir den Herrn Kühn. Gut gemacht. Aber wieder mit dem Kopf durch die Wand. Das kann halt nie funktionieren, ja. Da hatte der Verteidiger, glaube ich, fast ein bisschen Angst vor Lasse Kühn. Zumindest sah es gerade ein bisschen so aus. Oh, eine Finte. Oh, und dann so ein Steilpass, okay. Da komme ich irgendwie nicht hinterher, aber... Ja, da sind wir dann doch stark genug, dass wir sowas abwehren können. Ja, stark gemacht. Auch gut gemacht. Sehr schön. Weite Flanke. Was für eine Riesenchance geht an den Pfosten. Im Ernst jetzt. Gleich nachschlagen. Oder nachlegen. Wenn ich mit so einem schlechten Dribbling das nicht klappt. Wir haben die Kugel aber wieder. Zurückgeholt, das Rund. Ja, da hat der Kollege gepennt. Da kannst du nicht irgendwie allen Ernstes hinter dem Mann stehen. Stark. Auf Jansen. Oh, und wieder kein Schuss, aber ein Tor. Ui, was war das denn jetzt wieder für ein Gimmick? Also für ein Slapstick-Tor. Lasse Kühn war's. Er schießt halt auch nicht kräftig. Und wenn du nicht kräftig schießt, dann gibt's dann sowas. Ja, der hat da wirklich Glück gehabt hier. Vielleicht sehen wir es nochmal. Ich hoffe es mal nicht, dass jetzt wieder irgendwie
Ja, schön, wie sie tanzen, aber genau, hier die Wiederholung. Der Pass, sehr gut. Ja, das ist im Prinzip ein Eigentor, tatsächlich vom Fürther, würde ich sagen. Lasse Kühn irgendwie, der chippt den Ball, also das war ganz schwach, das war nicht Lasse Kühn. Und dann springt er hier irgendwie, ja, weil die natürlich mit einem scharfen Schuss rechnen. Und dann kommt irgendwie so ein Roller, ja, dann passiert sowas. Blöd für Fürth, gut für uns. Tor Nummer 1 hätten wir, weil wir müssen diese Niederlage natürlich jetzt sozusagen verdauen, die wir da gegen Düsseldorf uns zugezogen haben. Oh. Gut gespielt, soweit. Jawohl, auf Heisi, aber da ist leider noch mal ein Fürther. Da haben sie aufgepasst. Ah, oh, daneben gegrätscht. Ich war mir sicher, dass er nicht irgendwie den Haken macht und dann macht er ihn trotzdem. Oh, komm ich nicht ran. So, komm, du bist ein guter Verteidiger, ja. Und du bist ein guter Torwart. Den haben wir natürlich auch noch. Stark. Jawohl, auf... Oh, das sollte direkt auf Heisi gehen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Was Heisi, glaube ich? Zumindest sollte der Ball nochmal eins weiter. Haben wir die Kugel wieder. Jetzt ist dann die Halbzeit gleich um. Ah, der kann den Ball nicht stoppen. Da ist die Halbzeit. Gut, 1-0 führen wir. Hm, naja, sage ich mal. Bin ich zufrieden? Hm, naja, geht so. Ich meine, wir führen 1-0, von daher eigentlich okay. Haben wir denn schon wieder Leute, die irgendwie völlig im Eimer sind? Wir gehen mal schnell gucken. Nö, das sieht eigentlich halbwegs okay aus. Können wir eigentlich so lassen. Vielleicht hier mal schnell gucken. Haben wir denn hier auf der Seite noch jemanden? Den Herrn Ramos. Der ist fast 10 Punkte schlechter. Ich würde den trotzdem gerne mal sehen. Wir schmeißen den mal rein. Der hat ja irgendwie... Wobei, der hört halt auf. Dass, ob das jetzt schlau ist, dass wir den dann noch... Ihr wisst, wie ich meine. Der hat natürlich... Der bringt uns nichts mehr, wenn er dann tatsächlich die Karriere beendet. Ja, Heisi. Sehr gut, mit Übersicht. Verlagert das Spiel. Nochmal zurück mit dem Ball. Und wieder mit einer Flanke versuchen. Und Heisenberg. Ui, ja, da ist er höher gesprungen. Der kann auch mal rein, der muss rein. Schön, wir haben eine Wiederholung. Spinnt das Spiel, hat es einen Bug, jetzt geht's plötzlich. Dass wir nicht irgendwelche Dinge sehen. Ja, den kann man machen, aber war natürlich nicht ganz einfach. Da hat er, ich glaube, sogar zwei Leute noch vor sich gehabt. Aber 1-0 ist halt irgendwie... Das ist nicht ideal, das ist ganz klar. Ja, vor allem, wenn dann sowas passiert. Da machen die echt noch so ein Tor, allen Ernstes. Hey, 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 schönes Tor, muss man sagen, fairerweise. Aber so schön wie auch unnötig. Wo passiert der Fehler? Ja, hier ein schöner Pass hat. Der öffnet dem hier eine Menge Platz und dann schließt er gut ab. Ich würde sogar so weit gehen, da kann Ziggy nicht viel machen. Den kannst du halten, aber den musst du nicht halten. Ja, toll, 1-1. Geht das jetzt mit den Unentschieden wieder los? Hatten wir doch auch schon. Gut gemacht hier, durchgetankt. Allerdings, wir sind hier dann doch relativ alleine. Das heißt, wir tanken mal weiter. Ja, schwach. Schlicht und einfach schwach, Herr Jansen. Hm. Wo geht der Schuss hin? Nicht aufs Tor, daneben. Ja, irgendwie gefällt mir nicht, was ich sehe. Vielleicht sollten wir dann doch nochmal wechseln. Mal gucken. Ich meine, unentschieden hier ist halt einfach nicht, was wir wollen. Es ist ganz klar, wir haben andere Ansprüche, wenn wir aufsteigen wollen. Stark, auf Grant. Ja, da ist Heisi frei. Kommt aber nicht an Ball. Und es ist zudem auch noch, ja genau, Himmeldonner. Zudem ist es auch noch Abseits. Ja, aber das ist ja dermaßen knapp. Heiliges, also das musst du auch erstmal noch sehen. Aber gut, es ist halt Abseits. 60. Minute. Ich werde nochmal wechseln nachher. Stark. Jawohl, gut gemacht. Auf Lasse Kühn. Oh, da vertadelt das. Oh, das ist doch die Lasse Kühn-Entfernung. Wen wechseln? Ja, machen wir den Herrn Bauer rein.
Heißi raus. Oh, das ist ja, wenn dann solche nicht reingehen, ist natürlich dann irgendwann schwierig. Oh, da habe ich einfach mal abgedrückt. Jo, auch abgedrückt. Okay, wir sollen schon wieder wechseln. Ich warte schnell, gibt es nochmal eine Wiederholung. Sieht nicht so ganz aus, hier wird wieder diskutiert. Jansen Becker, okay, wird auch gewechselt, da muss ich nicht mehr ins Menü rein. Oh, da kann man doch auch mit Schmackes. Das war auch der Herr Jansen. Das war auch nichts. Heute ist irgendwie der Wurm drin in den Offensivaktionen dahingehend, dass wir haben zwar die Chancen, aber irgendwie, ja, wir kriegen irgendwie die, wie soll ich sagen, die Gefährlichkeit nicht hin. Einfach mal dran vorbeigerannt. Kann man auch mal machen. Ja, ich wollte gerade sagen, aufpassen, da geht wieder einer. Der geht auch hier. Oh, da ist Ziggy dran. Da war aber eigentlich auch noch ein Kollege aus der Verteidigung irgendwie involviert. Jetzt haben wir sie wieder die Ecke. Ich hatte schon die leise Hoffnung, dass das gepatcht wurde. Kurze Ecke hier von Fürth. Oh, Abseits. Was? Kein Abseits? Das war kein Abseits. Gibt's doch nicht. Ein Ernstes? Okay, jetzt schnell machen. Gut gemacht. Er ist leider noch nicht mit Tempo unterwegs hier. Geht nochmal hinten rum. Oh, was ist das für ein Pass? Es ist wirklich voll der Wurm drin. Kannst du doch nicht bringen, so ein Pass. Im Ernst jetzt. Jo, und dann kommt der nächste Rabenpass. Jawohl, dann einmal reinrutschen aus Frust. Und hier wieder dran vorbeirennen. Heieiei. Kommt, den haben wir. Sonst ist dann gleich Feierabend. Dann haben wir hier allen Ernstes wieder ein Unentschieden. Wobei, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht noch irgendwie ein Problem kriegen. Ah, immer zu viel gedrückt. Echt jetzt. Fahre ich doch fast schon an zu siegen. Ja, jetzt kriegen sie doch eine Ecke. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wechseln nochmal. Dann haben wir zwar fitte Leute, aber unsere Mannschaft wird natürlich nach und nach ein bisschen schwächer tatsächlich. Da aufpassen, wir wollen nicht noch eine Ecke. Das muss nicht sein. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt einen Ball kommen, was war gerade noch... Oh, da wird der Ball wieder geklaut. Ich hatte ihn. Sauber, jetzt geh. Nein, wieder so ein Käsepass. Irgendwie die Pässe kommen nicht an, die Torchancen funktionieren irgendwie nicht. Oh, daneben gerutscht. Oh nö. Oh, da ist Ziggy. Oh, jetzt. Oh, das war brandgefährlich. Aber jetzt kontern. Ja, der ist zu steil. Schade. Da wollte ich das mal probieren. Das hat nicht geklappt. Oh, jetzt hat nur ein Riesenglück am Schluss. Da können wir uns tatsächlich bei Fortuna bedanken. Dass wir dieses 1-1 jetzt noch hingekriegt haben. Eieiei. Ja, der geht halt daneben. Ja, da ging vieles daneben. Das war tatsächlich kein gutes Spiel. Definitiv nicht. Wir haben trotzdem... Habe ich jetzt Interview angeklickt? Ich hoffe mal nicht, sonst gehen wir da raus. Aus Versehen, doch, doch. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes ja, Statement zu uns machen wir das mal schnell hier. Das machen wir normalerweise nicht. Die Jungs waren müde, ich nehme sie in Schutz. Wir sind schuld, oder wir haben Schuld, wie immer. wir werden daraus lernen, ganz klar. Da kriegst du auch die Moral wieder ein bisschen hoch, okay. Vielleicht nach so einem Spiel gar nicht schlecht. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, das ist ganz klar. Danke für dieses Gespräch. Gern geschehen. Wir gehen nirgends mehr hin. Hier sind wir jetzt angekommen. Ja, eine lange Folge, ganz klar. Saisonpause und jetzt ein 1-1. Wir gehen mal schnell zur Tabelle. Uff, okay. Bielefeld hat aufgeschlossen. 40 Punkte mit gleich viel Spielen. Also, jetzt ist irgendwie die Ruhezeit ist vorbei. Also eine Niederlage. Wir haben jetzt aus den letzten zwei Spielen einen Punkt geholt. So kann es nicht weitergehen. Das funktioniert nicht. Dann werden wir nicht aufsteigen. Ja gut, aber ich bin immer noch guter Dinge. Ich hoffe ihr auch. Ich danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.